haben Sie selbst gebaut, der Birkenstock? Ein Bausatz aus über 20.000 Einzelteilen. Irre. Warum bleiben die so flach am Boden? Die können nicht höher, Bina. Das ist der erste Testflug. Und wer sitzt da gerade im Cockpit? Das ist George, der Pilot. Und Paul Ziegler, Freunde von Opa. Die haben zusammen den Hubschrauber bezahlt. Naja, das meiste kam ja von Paul. Und du hast uns prima geholfen zu tun. Der hat uns noch gefällt. Wissen das? Der Sohn vom Ziegler. Komm mit mir, helfe dem Schorsch. In den Hangar. Sag mal, spinnst du, Vater? Jürgen, bitte. Nee, lass mal, das mache ich schon, ja? Was hast du dir dabei gedacht? Hallo, Jürgen. Tag, Herr Ronny. Seit wann interessierst du dich für mein Hobby? Es geht nicht um deinen Hubschrauber, es geht ums Geschäft. Ach, ums Geschäft? Das ist ja ganz was Neues. Das kenne ich gar nicht an dir. Machst du das jeden Abend? Den Hubschrauber so einpacken? Nein, aber morgen kommt er zum TÜV. Na, da darf nämlich kein Kratzer nachkommen. Und Zettel? Es bleibt unter uns, dass ich da Geld reingesteckt habe, gell? Ja, großes Ehrenwort, Opa. Kommst du heute Abend? Wenn's was Gescheites zum Essen gibt. Was hast du denn schon geleistet? Die Firma gehört immer noch mir und du bist nur angestellt. Provozier mich bitte. Für das bisschen Geld, was du mir zahlst, leiste ich immer noch genug. Und überhaupt, wer provoziert denn hier wen? Wer hat denn dem eigenen Sohn ohne jede Vorwarnung einen Buchprüfer vor die Nase gesetzt? Dazu habe ich jederzeit ein Recht. Vor allem, wenn was mit den Bilanzen nicht stimmt. Du warst doch mit Ronny immer zufrieden. Du hast doch gesagt, er ist überkorrekt. Jürgen, lass doch. Das stimmt doch. Dann kann einer Buchprüfung ja auch nichts im Wege stehen. Willst du damit behaupten, dass ich dich beklaue? Sag mal, ist nicht ein bisschen viel für die Hannelore? Da und die Arbeit da im Wirtshaus. Nein, das macht dir Spaß. Das Schäfflers ist ein erstklassiges Restaurant. Und außerdem können wir das Geld gerade gut für den neuen Pilz brauchen. Aber schön, dass du überhaupt mal wieder vorbeikommst. Und im Weinberg warst du auch schon lange nicht mehr. Ja, jetzt muss ich halt allein klarkommen. Wo steckst du denn eigentlich die ganze Zeit? Und dann die Ölflecken auf deinem Hemd. Jetzt sag bloß, du hast dir ein Motorrad angeschafft. Nein, kein Motorrad. Was kümmert dich überhaupt mein Hemd? Bist du jetzt auch Detektiv? Nein, das macht bei uns immer noch Zettel. Zettel? Hm? Jetzt sag du doch mal, was der Opa die ganze Zeit treibt. Bertram, was ist das eigentlich für eine Geschichte da mit diesem neuen Pilz? Das ist nicht irgendein Pilz, Vater. Nein? Lingxi. Ah. Das ist ein alter chinesischer Pilz mit großer Heilkraft. Das wird der große Renner. Und warum ist das so teuer? Jetzt stell dir mal vor, das hier, das ist ein alter Eichenstamm, ja? Und das hier, das sind die kleinen, leider sehr, sehr teuren Stäbchen mit den Pilzkulturen. Und die werden dann in kleinen Vorgeburtenlöchern versenkt. 9 Uhr. Zettel, ab ins Bett. Ich verstehe nicht, warum du nicht wenigstens mal drüber nachdenkst. Ich habe eine feste Zusage von Händlern, die den Lingxi-Pilz abnehmen. Es gibt also überhaupt kein Risiko bei der Sache. Ich brauche jetzt nur etwas Bargeld. Ich meine, du hast doch 10.000 Euro. Willst du dir auf deinem Sparkonto verhungern lassen? Deshalb heißt dein Sparkonto eben Sparkonto, weil die Leute ihr Geld sparen. Kannst du mir das Geld nicht geben? Oder willst du es mir nicht geben? Es geht leider im Moment eben nicht. So, und ich muss jetzt heim. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Tut mir leid, Opa. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ja, ist schon gut, Bruder. Ich, Hornochse, habe ihn nicht mal gegen Diebstahl versichert.
Wir zwei, was? Verpacke den Hubschrauber und so ein Lump sagt Dankeschön und klaut ihn. Ist doch verrückt. Vielleicht ist es nicht mehr verrückt. Vielleicht hat der Dieb genau Bescheid gewusst. Meinst du es nicht? Nachricht. Bitte, Herr. Nicht? Das ist für mich. Jetzt sind die Fingerabdrücke verwischt. Der Puh weiß schon, was er tut. 20.000 Euro, keine Polizei, SMS folgt. Ah, wenn ich diesen Mistkerl zu fassen kriege. Na, dann rufen wir besser mal den Herrn Butzenhardt an. Nein, keine Polizei, auf gar keinen Fall. Ich will den Hubschrauber heil zurückhaben. Ich zahle das Lösegeld. Mensch, hier ist ja noch nie was geklaut worden. Nicht mal ein Schraubenzieher. Gibt's hier jemanden, dem du sowas zutrauen würdest, Sascha? Nee. Nee, die basteln alle an ihren Maschinen rum. Die helfen sich gegenseitig. Das ist eine verschworene Clique. Kommen noch andere hier aufs Gelände? Ja, nur so ein Mitarbeiter vom Ziegler. Der hat da hinten einen Schuppen gemietet. Wofür? Das ist ein Bastler. Der sammelt da ständig irgendwelches Zeug. Ja, schau mal. Die Kette kriegst du nur durch mit einem Superbolzenschneider. So ein Gerät findest du nicht einfach so im Baumarkt. Guck mal, die Farbe hier. Ist das Lack? Was habt ihr? Also, der Dieb muss das Gelände kennen und hat ganz genau gewusst, dass der Hubschrauber ganz einfach zu klauen war heute Nacht. Wahrscheinlich hat er ein grünes Auto. Mit Anhängerkupplung. Das hat jetzt einen dicken Kratzer. Und ein kaputtes Rücklicht. Und der Dieb kennt Ziegler und weiß, dass er Geld hat. Stimmt, Anja. Und er wird das Lösegeld zahlen und keine Polizei einschalten. Ziegler reagiert genauso, wie der Dieb es erwartet hat. Hat er nicht eine Firma? Er ist Bauunternehmer. Zieglerbau. Das war bestimmt der Typ, der den Schuppen hat. Welchen Schuppen? Komm, Roberto. Das sehen wir uns mal genauer. Das war ein Firmenwagen. Dann stehen bei Ziegler jede Menge grüne Autos rum. Das checken wir wieder. Das Zeug ist nagelneu. Bolzenschneider. Profi-Geräte. Die sind nicht aus dem Baumarkt. Diebesgut. Wollen wir wetten? Mit so einem wurde der Hang aufgebrochen. Hier bunkert er die Ware. Woher hat er das Zeug? Das werde ich rauskriegen. Roberto! Und diese Alleingänge. Na toll. Die sehen so aus, als hätten die alle irgendwo Kratzer am Lack. Aber nicht jedes hat ein kaputtes Rücklicht. Stimmt. Ich versuche mal da vorne bei Ziegler im Büro rauszufinden, ob sich der Presse schon gemeldet hat. Okay. Morgen, spätestens übermorgen, werde ich mich drum kümmern, versprochen. Dann haben Sie die letzten Quartalszahlen vorliegen. Aufs Komma genau. Nicht übermorgen, nicht morgen, sondern heute. Das hat Vorrang, Herr Horny. Aber... Und Sie sehen zu, dass alles korrekt läuft. Okay. Bitte. Herr Ziegler? Ja? Ich heiße Anja und bin eine Freundin von Zettel, dem Enkel von Herrn Birkenstock. Ja und? Hat sich der Entführer wegen der Geldübergabe nochmal gemeldet? Das geht dich überhaupt nichts an. Herr Ziegler, wir haben einen konkreten Verdacht. Gar nichts habt ihr. Das ist meine Angelegenheit. Und ich will nicht, dass sich irgendjemand anders einmischt. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe zu tun. Entschuldigung? Darf ich mal stören? Mein Fahrrad ist simuliert worden. Ich war kurz weg und hab's krachen gehört.
ein grünes Auto ist weggefahren. Ziegler war auch schon auf dem Wagen. Das sieht aus, als ob das von dem Rücklicht stammt. Ja, genau. Muss wahrscheinlich beim Rangieren passiert sein. Der Mann hat das wahrscheinlich nicht mehr bemerkt. Naja, aber es kann ja schon mal vorkommen. Nicht hin. Ausgerechnet jetzt. Ronny, lass mich nicht hängen. Jörg, bitte. Du bist doch selbst schuld. Ich kann nicht immer alle Löcher stopfen. Doch, du kannst. Wir haben einen Deal. Vergiss das bitte nicht. So, jetzt haben wir alle durch und nichts gefunden. Zufrieden? Ist irgendein Wagen in der Werkstatt? Nein, kleine Reparaturen erledige ich immer selber. Aber natürlich sind ein paar unterwegs. Stilper mit dem Pritschenwagen. Ja, und dann natürlich der Wagen vom Junior. Von Ziegler? Ja, von Jürgen Ziegler, der Geländewagen. Ab und zu fährt den auch Horny, unser Buchhalter. Der Wagen steht da vorne, auf dem Parkplatz vor dem Bürogebäude. Danke. Hier, ein Kratzer. Siehst du? Ja, aber gibt es ja auch ein Auto ohne Kratzer? Das Rücklicht ist jedenfalls ganz. Ja, ganz neu. Das sieht so aus, als wäre es gerade erst eingebaut worden. Du hast recht. Aber es ist leider noch kein Beweis. Der ist aber eilig. Roberto? Wahnsinn. Ich, alter Depp. Der steckt mir einmal Geld in einen Traum. Jetzt liefert dein Vater kein Besuch. Der hätte sich bestimmt gefreut. Wenn der das erfährt, der hätte mich ja für total bescheuert. Dein Vater versteht nämlich das nicht. Opa, kann es noch einen anderen Grund geben für den Diebstahl? Außer Geld. Wie meinst du das? Gibt es jemanden, der wütend auf Ziegler ist? Der ihn richtig hasst? Der ihm schaden will? Sein Sohn vielleicht? Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Opa? Ja? Warum erklärst du das mit dem Hubschrauberpapa nicht einfach? Vielleicht versteht das ja doch. Chef, ich bin unschuldig. Ich kann alles erklären. Ich will wissen, wo der Hubschrauber ist. Der Hubschrauber? Wieso der Hubschrauber? Sag mir sofort, wo er ist! Loslassen, also so geht's nicht, Herr Ziegler. Herr Stilper, Sie kommen jetzt erstmal mit mir mit.
brauche sie heute noch auf dem Revier, um die Anzeige aufzunehmen. Glückwunsch, mein Junge. Ach, und was war das jetzt noch mit dem Hubschrauber? Ach, das hat sich geklärt, war ein Missverständnis. Na gut. Wir sehen uns heute Nachmittag auf dem Revier. Also ich glaube, jetzt brauche ich eure Hilfe. Und ihr seid euch eurer Sache wirklich ganz sicher? Ja. Das Auto, mit dem der Hubschrauber geklaut wurde, ist eindeutig der Geländewagen. Und den benutzen nur Herr Horny und ihr Sohn. Das rechte Rücklicht ist kein Tag alt. Das ist noch strahlend sauber. Und direkt neben dem Rücklicht ist ein Kratzer. Also wenn das wirklich Jürgen war. Komm, Paul. Du weißt es ja noch gar nicht. Trotzdem, wir müssen die beiden Verdächtigen beobachten. Gut, dann übernehme ich meinen Sohn. Und ich, Honey. Opa, du wartest mit dem Geld an der Telefonzelle am Bahnhof. Der Dieb will da um 16 Uhr wieder anrufen und wird dir sagen, was du weitermachen sollst. Ach, Zettel. Was verschafft mir die Ehre? Ah, das ist eine längere Geschichte, Herr Botzenhardt. Herr Birkenstock, ist alles in Ordnung? Was? Sie brauchen nicht rufen. Sie können flüstern. Ich verstehe jedes Wort. Vorsicht, junger Mann nähert sich Telefonzelle. Was ist denn daran so wichtig? Warum soll ich mich ausgerechnet jetzt mit dieser bescheuerten Bilanz abgeben? Hm? Jürgen, gib's doch einfach zu. Was? Was meinst du? Wo ist der Hubschrauber? Gib's doch einfach zu und wir klären das unter uns, ohne Polizei. Sag mal, spinnst du? Wo willst du hin? Ich hab die Schnauze voll von deinen Verdächtigungen. Losgefahren. Was ist denn los? Jetzt mach schon, geh endlich dran, du Depp. Mit wem redest du da? Sie sprechen mit dem Anrufbeauftragten. Leider bin ich zurzeit nicht erreichbar. Hinterlassen Sie Name und Telefonnummer. Was wolltest du von Horny? Was ist denn jetzt wieder los? Alte Neier im Raum. Das frage ich mich aber auch langsam. Wo habe ich denn meinen Zettel? Den habe ich da irgendwo hingesteckt. Was ist denn los, Opa? Mann, ich schlage dir gleich Wurzeln. Ja, haben Sie denn kein Handy? Alle jungen Leute haben heutzutage Handy. Fahrradkurier. Hat ich immer das Päckchen von Ziegler im Bau für mich? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie man das Päckchen mit dem Geld abliefert. Los, komm, wir müssen hinterher. Komm ich nicht durch? Oh, so ein Mist. Hoffentlich schafft es Roberto, an ihm dran zu bleiben. Jetzt brauchen wir Botzenhardt. Und in die vorgebohrten Löcher werden die Stäbchen mit den Pilzkulturen gesteckt. Na dann wachsen Pilze. Und warum erzählst du mir das alles? Weil... Entschuldigung. Ja. Ein Fahrradkurier. Beim Rosensteinpark. Herr Botzenhardt, wir müssen schnell los. Opas Hubschrauber. Ah, es gibt ihn also doch. Den geheimnisvollen Hubschrauber. Nee, der ist ja weg. Das ist ja gerade das Problem. Schnell, wir müssen...
Notausgang. Danke. Aufhelfe! Ich glaube, das Geld nehme ich gleich einmal an mich. Sie, Honey? Es tut mir leid. Der Hubschrauber steht in der alten Lagerhalle. Hinter den Paletten. Er ist unversehrt. Aber warum haben Sie das gemacht? Ich begreife es nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Ihr Sohn zieht seit Jahren Geld aus der Firma. Und jetzt die Buchprüfung. Ich brauchte Geld. Wieso sind Sie dann nicht zu mir gekommen? Er hat mir Geld gegeben, damit ich... Damit Sie die Bilanzen fälschen. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja, das sieht jetzt aber ganz so aus. Den Herr Horny muss ich jetzt erst einmal aufs Revier mitnehmen. Auf geht's. Ihr habt mich schwer beeindruckt, Kinder. Das war einfach große Klasse. Aber jetzt genug davon. Jetzt wird geflogen. Wo steckt eigentlich Opa? Stimmt. Wo ist Berthold? Vielleicht hat er ja doch Angst, in den Hubschrauber zu steigen. Mein Opa hat Angst. Von wegen. Ja, ich weiß, es war nicht recht von mir. Aber du kennst mich ja. Ich lasse mir nicht gerne in Karte gucken. Und wegen dem Geld. Ja, es ist dein Geld, Vater. Ja? Du kannst damit machen, was du willst. Ich bin halt froh, dass es kein Motorrad geworden ist. Ja, und dein Bild? Ich schaff das schon irgendwie. Ich find's gut, dass du dir auf deine alten Tage noch einen Traum erfüllst. Ich hab doch gesagt, dass das so steht. Hier. Wir haben alle Flohmärkte abgeklappert. Ja, dann muss ich halt sehen, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Mein Fahrrad ist simuliert worden. Ich war kurz weg und hab's krachen gehört. Ein grünes Auto ist weggefahren. Ziegler war auch schon auf dem Wagen. Es sieht aus, als ob das von dem Rücklicht stammt. Ja, genau. Muss wahrscheinlich beim Rangieren passiert sein. Der Mann hat das wahrscheinlich nicht mehr bemerkt. Naja, aber es kann ja schon mal vorkommen. Nicht hin. Ausgerechnet jetzt. Horny, lass mich nicht hängen. Jörg, bitte. Du bist doch selbst schuld. Ich kann nicht immer alle Löcher stopfen. Doch, du kannst. Wir haben einen Deal. Vergiss das bitte nicht.
So, jetzt haben wir alle durch und nichts gefunden. Zufrieden? Ist irgendein Wagen in der Werkstatt? Nein, kleine Reparaturen erledige ich immer selber. Aber natürlich sind ein paar unterwegs. Stilper mit dem Pritschenwagen. Ja, und dann natürlich der Wagen vom Junior. Von Ziegler? Ja, von Jürgen Ziegler, der Geländewagen. Ab und zu fährt den auch Horny, unser Buchhalter. Der Wagen steht da vorne, auf dem Parkplatz vor dem Bürogebäude. Danke. Hey! Aufwachen! Sofort! Hey! Herr Butzenhardt? Er bemerkt. Naja, aber es kann ja schon mal vorkommen. Nicht hin. Ausgerechnet jetzt. Horny, lass mich nicht hängen. Jörg, bitte. Du bist doch selbst schuld. Ich kann nicht immer alle Löcher stopfen. Doch, du kannst. Wir haben einen Deal. Vergiss das bitte nicht. So, jetzt haben wir alle durch und nichts gefunden. Zufrieden? Ist irgendein Wagen in der Werkstatt? Nein, kleine Reparaturen erledige ich immer selber. Aber natürlich sind ein paar unterwegs. Stilper mit dem Pritschenwagen. Ja, und dann natürlich der Wagen vom Junior. Von Ziegler? Ja, von Jürgen Ziegler, der Geländewagen. Ab und zu fährt den auch Horny, unser Buchhalter. Der Wagen steht da vorne, auf dem Parkplatz vor dem Bürogebäude. Danke. Hier, ein Kratzer. Siehst du? Ja, aber gibt es ja auch ein Auto ohne Kratzer? Das Rücklicht ist jedenfalls ganz. Ja. Mit dem Anschluss, Horny, leider bin ich zurzeit nicht erreichbar. Hinterlassen Sie Name und Telefonnummer. Was wolltest du von Horny? Was ist denn jetzt wieder los, alte Neierbrau? Das frage ich mich aber auch langsam. Wo habe ich denn meinen Zettel? Den habe ich da irgendwo hingesteckt. Was ist denn los, Opa? Mann, ich schlag dir gleich Wurzeln. Ja, haben Sie denn kein Handy? Alle jungen Leute haben heutzutage ein Handy. Fahrradkurier. Hat jemand das Päckchen von Ziegler bau für mich? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie man das Päckchen mit dem Geld abliefert. Los, komm, wir müssen hinterher. Komm ich nicht durch? Oh, so ein Mist.
Hoffentlich schafft es Roberto, an ihm dran zu bleiben. Jetzt brauchen wir Bozzenart. Und in die vorgebohrten Löcher werden die Stäbchen mit den Pilzkulturen gesteckt. Und dann? Na dann wachsen Pilze. Und warum erzählst du mir das alles? Weil... Entschuldigung. Ja. Ein Fahrradkurier. Beim Rosensteinpark. Herr Bozzenhardt, wir müssen schnell los. Opas Hubschrauber. Ah, es gibt ihn also doch. Den geheimnisvollen Hubschrauber. Nee, der ist ja weg. Das ist ja gerade das Problem. Schnell, wir müssen... Anja, Richtung Südausgang. Danke. Aufhelfe! Ich glaube, das Geld nehme ich gleich einmal an mich. Sie, Honey? Es tut mir leid. Der Hubschrauber steht in der alten Lagerhalle. Hinter den... Sag mal, spinnst du? Wo willst du hin? Ich habe die Schnauze voll von deinen Verdächtigungen. Ist jetzt losgefahren. Mann, was ist denn los? Jetzt mach schon, geh endlich dran, du Depp. Mit wem redest du da? Sie sprechen mit dem Anschlussverrückten. Leider bin ich zurzeit nicht erreichbar. Hinterlassen Sie Name und Telefonnummer. Was wolltest du von Horny? Was ist denn jetzt wieder los? Heideneier Brau. Das frage ich mich aber auch langsam. Wo habe ich denn meinen Zettel? Den habe ich da irgendwo hingesteckt. Was ist denn los, Opa? Mann, ich schlage dir gleich Wurzeln. Ja, haben Sie denn kein Handy? Alle jungen Leute haben heutzutage Handy. Fahrradkurier. Hat jemand das Päckchen von Ziegler bau für mich? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie man das Päckchen mit dem Geld abliefert. Los, komm, wir müssen hinterher. Komme ich nicht durch? Oh, so ein Mist. Hoffentlich schafft es Roberto, an ihm dran zu bleiben. Jetzt brauchen wir Bozzenhardt. Und in die vorgebohrten Löcher werden die Stäbchen mit den Pilzkulturen gesteckt. Dann? Na dann wachsen Pilze. Und warum erzählst du mir das alles? Weil... Entschuldigung. Ja. Ein Fahrradkurier. Beim Rosensteinpark. Herr Bozzenhardt, wir müssen schnell los. Opas Hubschrauber. Ah, es gibt ihn also doch. Den geheimnisvollen Hubschrauber. Nee, der ist ja weg. Das ist ja gerade das Problem. Schnell, wir müssen... Anja, Richtung Südausgang. Danke. Thank you.
Ich verstehe nicht, warum du nicht wenigstens mal drüber nachdenkst. Ich habe eine feste Zusage von Händlern, die den Link-Skipilz abnehmen. Es gibt also überhaupt kein Risiko bei der Sache. Ich brauche jetzt nur etwas Bargeld. Ich meine, du hast doch 10.000 Euro. Willst du die auf deinem Sparkonto verhungern lassen? Deshalb heißt dein Sparkonto eben Sparkonto, weil die Leute ihr Geld sparen. Kannst du mir das Geld nicht geben? Oder willst du es mir nicht geben? Es geht leider im Moment eben nicht. So, und ich muss jetzt heim. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Tut mir leid, Opa. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ja, ist schon gut, du. Ich, Hornochse, habe ihn nicht mal gegen Diebstahl versichert. Wir zwei, was? Verpacke den Hubschrauber und so ein Lump sagt Dankeschön und klaut ihn. Ist doch verrückt. Vielleicht ist es nicht mehr verrückt. Vielleicht hat der Dieb genau Bescheid gewusst. Meinst du es nicht? Nachricht. Gib her. Nicht? Das ist für mich. Jetzt sind die Fingerabdrücke verwischt. Der Bub weiß schon, was er tut. 20.000 Euro, keine Polizei, SMS folgt. Ah, wenn ich diesen Mistkerl zu fassen kriege. Na, dann rufen wir besser mal den Herrn Butzenhardt an. Nein, keine Polizei, auf gar keinen Fall. Ich will den Hubschrauber heil zurückhaben. Ich zahle das Lösegeld. Mensch, hier ist ja noch nie was geklaut worden. Nicht mal ein Schraubenzieher. Gibt's hier jemanden, dem du sowas zutrauen würdest, Sascha? Nee. Nee, die basteln alle an ihren Maschinen rum. Die helfen sich gegenseitig. Das ist eine verschworene Clique. Kommen noch andere hier aufs Gelände? Ja, nur so ein Mitarbeiter vom Ziegler. Der hat da hinten einen Schuppen gemietet. Was meinst du? Wo ist der Hubschrauber? Gib's doch einfach zu und wir klären das unter uns. Ohne Polizei. Sag mal, spinnst du? Wo willst du hin? Ich hab die Schnauze voll von deinen Verdächtigungen. Anja? Horn ist jetzt losgefahren. Was ist denn los? Jetzt mach schon, geh endlich dran, du Depp. Mit wem redest du da? Sie sprechen mit dem Anrufer. Leider bin ich zurzeit nicht erreichbar. Hinterlassen Sie Name und Telefonnummer. Was wolltest du von Horny? Was ist denn jetzt wieder los? Heideneier Brau. Das frage ich mich aber auch langsam. Wo habe ich denn meinen Zettel? Den habe ich da irgendwo hingesteckt. Was ist denn los, Opa? Mann, ich schlag dir gleich Wurzeln. Ja, haben Sie denn kein Handy? Alle jungen Leute haben heutzutage Handy. Fahrradkurier. Hatte jemand das Päckchen von Zieglerbau für mich? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie man das Päckchen mit dem Geld abliefert. Los, komm, wir müssen hinterher. Komm ich nicht durch? Oh, so ein Mist. Hoffentlich schafft es Roberto, an ihm dran zu bleiben. Jetzt brauchen wir Botsnaht. Und in die vorgebohrten Löcher werden die Stäbchen mit den Pilzkulturen gesteckt. Na dann wachsen Pilze. Und warum erzählst du mir das alles? Weil... Entschuldigung. Ja. Ein Fahrradkurier. Beim Rosensteinpark. Herr Botzenhardt, wir müssen schnell los. Opas Hubschrauber. Ah, es gibt ihn also doch.
den geheimnisvollen Hubschrauber. Nee, der ist ja weg. Das ist ja gerade das Problem. Schnell, wir müssen. Anja, Richtung Südausgang. Danke.